Einen schönen guten Abend, sehr geehrte Sportfreunde am Infokanal der Firma Expert Kern. Ich darf Sie recht herzlich zur Sportsendung begrüßen. Inhalt der heutigen Sendung ist das Meisterschaftsspiel der ersten Landesliga zwischen dem SK St. Magdalena und der Union EKS Rohrbach-Berg. SK St. Magdalena darf ich Sie zum heutigen Meisterschaftsspiel gegen Union EKS Rohrbach-Berg auf das Allerherzigste begrüßen. Ganz besonders herzlich begrüßen wir unsere Gäste aus dem oberen Mühlviertel. Und dann die Mannschaftsausstellungen. Union EKS Rohrbach-Berg spielt die Tour mit Václav Mikkel. Nummer 2, Markus Hirschl. Nummer 3, Patrick Poppelka. Nummer 4, Klaus Lindhofer. Nummer 5, Manfred Stallinger. Nummer 6, Josef Ferrer. Nummer 7, Thomas Dohlhäupl. Nummer 8, Horst Auer. Nummer 9, Klaus Schuster. Nummer 11, Herbert Zahn. Ersatzspieler Stefan Hofer, Klaus Hatzmüller, Friedrich Blank. Ja, wir waren in dieser Begegnung zu Gast in Urfa beim SK St. Magdalena. Die Mannschaft des SK St. Magdalena ist eher etwas unangenehm für uns zu spielen. Wir haben sie bereits im Herbst bei der Heimpartie gesehen, wo wir doch mit etwas Glück ein Unentschieden erreichen konnten. Daher hat man sicher mit gemischten Gefühlen diesem Spiel entgegengesehen. Und es hat sich auch in den Anfangsphasen bestätigt, obwohl die erste Möglichkeit wir hatten, dass die Mannschaft recht aggressiv in dieses Spiel ging und versuchte, dem Tabellenführer ein Bein zu stellen. Sie hatten, nachdem wir ihn hier groß im Bild sehen, mit Torhüter Skala einen ausgezeichneten Mann. Ja, verzeihen Sie mir die Müdigkeit, aber ich hatte Nachtdienst. Ja, hier haben wir es bereits gesehen. Die erste gefährliche Situation. Jetzt ein Einwurf für uns durch Thomas Dohlhäupl. Jukera flankt in die Mitte, aber leider Gottes hat hier nichts Zählbares herausgeschaut. Dann ein Foulspiel. Unsere Mannschaft war im Prinzip bis auf Marc Atzgersdorfer komplett. Er musste am Spieltag zu Mittag ins Krankenhaus eingeliefert werden. Wir wünschen ihm auf diesem Wege alles Gute und baldige Genesung. Hier eine schöne Aktion durch Thomas Dohlhäupl, das hat er wirklich vorzüglich gemacht. Und leider Gottes, hier scheiterte er am bereits erwähnten Torhüter Skala, konnte natürlich auch aufspielen auf Manfred Stallinger, aber das hat er leider nicht gesehen, dass der günstig gestanden wäre und somit Spielstand weiterhin 0:0. Da ist ein bekannter Mann an der Linie, Franz-Peter Hein, der kurzfristig einspringen musste, da die Linienrichter ausgefallen sind. Ja, hier wieder eine gefährliche Situation nach dem Abwehrfehler der Gastgeber. Aber der Freistoß, den wir hier im Bild hatten, brachte nichts ein. Es sind natürlich hier speziell unsere Möglichkeiten eingespielt, aber ich habe es bereits zu Beginn der Moderation gesagt. Die Gastgeber waren sicher stets gefährlich und machten auch Druck. Und wir mussten uns schon anstrengen, um dagegenhalten zu können. Hier Klaus Schuster. Aber hier hat er leider Gottes keinen Abnehmer für seinen Pass gefunden.
Es ist auf der rechten Seite niemand mitgelaufen. Ja, hier ein bisschen eine hitzköpfige Aktion von Joe Kehrer, noch einen Foul an ihm. Und aus dieser Situation fällt der Führungstreffer durch ein Eigentor der Nummer 8 vom SK St. Magdalena Heigl. Ja, wir sehen es, 29. Spielminute, also zu diesem Zeitpunkt ist unsere Mannschaft schon besser im Spiel gewesen und es war nicht unverdient, dass man hier in Führung gehen konnte. Noch einmal die Situation in der Zeitlupe. Schnell ausgeführter Freistoß durch Joe Kehrer. Thomas Dollhäubl spielt jetzt weiter zu Kapitän Herbert Zach. Der ist ideal freigestanden, hat sich hier schön in Position gebracht. Ja, und seine Hereingabe, hier sehen wir bereits die Nummer 8 im Bild, wurde ihm durch den Spieler der Gastgeber ins eigene Tor befördert. Keine Möglichkeit für den guten Torhüter Scala. Klein hoch dem Adel. Ja, jetzt wieder ein Angriff der Gastgeber und hier haben wir großes Glück gehabt nach dieser Aktion. Denn unser Torhüter ist bereits auf dem falschen Fuß gestanden, konnte aber in Extreme noch klären und den Ball ins Torout befördern. Sie sehen es hier, gerade noch erwischte er den Ball, ansonsten wäre hier der Ausgleich nicht mehr zu verhindern gewesen. Aber auch wir haben einen ausgezeichneten Torhüter in unseren Reihen und das hat er in dieser Begegnung des Öfteren bewiesen. Er ist ein Rückhalt. Ja, diese Aktion bescherte uns einen Freistoß, obwohl unsere Mannschaft das Foul beging. Aber nachdem hier der Schiedsrichter kritisiert wurde, weil er vielleicht etwas zu hart spielen ließ, gab er den Freistoß für uns. Ja, hier eine schöne Einzelaktion durch Thomas Dollhäubl, aber leider Gottes konnte er hier nicht mehr als das Herausgekommene herausarbeiten. Er scheiterte wieder am gut disponierten Torhüter, was wir hier in der Zeitlupe feststellen können. Er hat das ausgezeichnet gemacht, nur der Abschluss war leider Gottes für uns schlecht, aber man kann ihm auch hier nicht unbedingt zu viel Vorwurf machen. Er wollte das Tor erzielen, aber Sie haben es gesehen, es war schon relativ schwierig, da ihm der Torhüter ausgezeichnet mitgespielt hat. So blieb es bei der 1:0 Führung. Ja, hier wurde Klaus Schuster mit einem Foul gestoppt. Er nähert sich schon langsam wieder seiner Topform. Man setzt da von ihm gerade etwas mehr voraus. Aber er ist am besten Wege, wieder der Mann im Mittelfeld zu werden, der die Fäden zieht. Ja, es war die eine oder andere Ruppigkeit im Spiel, es war aber absolut nicht unfair.
Das möchte ich besonders vorausschicken. Das gehört auch zum Fußballspielen dazu. Ja, jetzt sind wir bereits in der zweiten Halbzeit. Ja, hier nach diesem Foulspiel gab es für Bayer vom SK St. Magdalena die gelb-rote Karte. Er hat hier Klaus Schuster von den Beinen geholt. Es war im Endeffekt nicht so schlimm, wie es ausgesehen hat. Klaus Schuster konnte dann wieder weiterspielen, nachdem ihm diesmal der Trainer persönlich verarztet hatte, da unser Masseur im Krankenhaus Dienst verrichten musste. DA3 oder? Ist es die DA3 oder wir? Ja, es war eine ausgezeichnete Distanz für diesen Freistoß. Es gibt ja einige Spezialisten in unseren Reihen. Aber leider Gottes auch hier kein zählbarer Erfolg. Der Torhüter war wieder am Posten. Ja, und wieder Klaus Schuster in seinen nachahmlichen Stil tankt sich hier durch. Die Mannschaft wusste natürlich jetzt, dass sie in numerischer Überlegenheit versuchen soll, dem Spiel den Stempel aufzudrücken und die Entscheidung zu suchen, aber wir haben es hier gesehen. Die Mannschaft, die in Unterzahl spielt, ist selbst immer gefährlich und es ist immer aufzupassen. Ja, hier etwas Pech, Jokera traf den Ball nicht richtig. Ja, hier sieht man es ganz deutlich. Die Zuschauerkulisse war wieder hervorragend. Nicht zuletzt deswegen, weil zahlreiche Fans aus Rohrbach und Rohrbach-Umgebung in Urfa diesem Spiel beiwohnten. Hier gilt auch der Dank seitens der Vereinsleitung den Fans, die auch zu den Auswärtsspielen so zahlreich mitfahren. Es ist für die Mannschaft sicherlich eine zusätzliche Motivation, dementsprechend einen ordentlichen Sport zu bieten. Ja, hier wieder eine Kontermöglichkeit. Hier war es sehr gefährlich. Und Sie sehen es, Foul im Strafraum. Unsere Verteidigung war eher schlecht postiert. Und dem Schiedsrichter blieb nichts anderes übrig, als auf den ominösen Punkt zu zeigen. Hier hat John Max Hirnschrott keine Möglichkeit der Abwehr gehabt und nicht nur er, sondern auch Horst Auer sind schlecht postiert gewesen und hier gibt es keine Ausrede. Elfmeter für die Gastgeber. Spielminute, 11 Meter für den SK St. Magdalena. Ja, und diese Möglichkeit hat sich natürlich Manfred Wurmlinger, der in der Halbzeitpause eingetauscht wurde, nicht entgehen lassen und glich zum 1:1 aus. Ja, und durch diesen Ausgleichstreffer war man ein bisschen irritiert. Es ist ein altes Fußballergesetz, dass jene Mannschaft, die in numerischer Unterzahl ist, sich
trotzdem vermehrt bemüht, das Resultat zu halten, beziehungsweise eben versucht auch noch die eine oder andere Konterchance zu nützen. Und das machte das Ganze natürlich für uns etwas schwieriger, obwohl hier wieder durch Herbert Zach eine Möglichkeit herausgearbeitet wurde. Ja, es wurde dann Manfred Stallinger ausgewechselt, ersetzt durch Hans-Jürgen Hopp. Zumindest das Fest, wenn man vorne ist, einmal als Mühlviertler, gell? Als oberer Mühlviertler nämlich. Ja, hier wieder eine Attacke. Er war gerade kurz im Spiel, vielleicht ein oder zwei Minuten, und sah bereits die gelbe Karte durch Schiedsrichter Buchner, bereits bestens bekannt durch das Landeskup-Finalspiel in Scherding gegen Andorf, das er auch leitete. Ja, hier forderten natürlich die Zuschauer und Fans des SK St. Magdalena wieder einen Strafstoß. Aber Schiedsrichter Buchner, der für mich eine doch recht tadellose Leistung bot, hat hier richtig entschieden. Und je länger das Spiel dauerte, desto mehr versuchte unsere Mannschaft, die Entscheidung zu suchen. Dass natürlich mit Gewalt und mit der Brechstange nichts geht, ist allen bekannt. Hier wieder eine Attacke an Ernst Richtfeld, die wieder mit dem gelben Karton durch Schiedsrichter Buchner geahndet wurde. Ja, haben wir noch einmal die Zeitlupeneinspielung von der Szene von vorhin. Aber unser Torhüter steht am Posten und auf ihn ist Verlass. Es wurde jetzt natürlich teilweise etwas überhastet agiert. Hier ein Stürmerfoul. Ja, und da haben wir Dolphy Plutsch im Bild, auch wenn es nur von hinten ist. Auch ein bekannter Mann, trainierte mal den LASK. Schleppt jetzt Bierkisten für den SK St. Magdalena, also ein Aufstieg, der für unseren Trainer sicher nicht erstrebenswert wäre. Ja, wieder ein Foul an Klaus Schuster. Aber der Trainer, der auch als Masseur fungierte, wie ich bereits erwähnt habe, hat ihn wieder sprichwörtlich auf die Beine geholfen. Ja, das war auch nicht das Gelbe vom Mai, aber hier hat auch Hans-Jürgen Hopf den Ball nicht richtig getroffen, wäre dann ideal eingesetzt geworden. Durch seinen Mitspieler, aber leider Gottes hat hier nicht recht viel herausgeschaut. Ja, auch unser Libero schaltete sich jetzt mit in den Angriff ein. Es war natürlich gefährlich, denn man sieht hier, obwohl dies eine Fehlentscheidung war, da der Ball bereits über der Seitenauslinie war, wie gefährlich stets die Gastgeber waren. Auch hier eine hundertprozentige Möglichkeit. Na, ein kurzer Blick auf die Füßbrücke. Chancen gab es hüben wie drüben. Hier Gerold Sturm vom SK St. Magdalena, auch ein
wichtiger Spieler für seine Mannschaft. Und wieder Manfred Wurmlinger, der stets gefährlich war. Ja, es war jetzt wie beim Eishockey, Powerplay, ähnliche Situationen. Unsere Mannschaft drückte aufs Tempo. Hier wieder eine Möglichkeit. Aber leider Gottes kam auch hier bei dieser Aktion nichts Zählbares heraus. Ja, und dann ertönte der Schlusspfiff des Schiedsrichter Buchner. Man sieht hier bei den Spielern, der SK St. Magdalena war mit diesem Resultat zufrieden, aber auch wir konnten unterm Strich mit diesem einen Punkt zufrieden sein. Wir hätten gewinnen können, wir hätten verlieren können und somit geht das Resultat in Ordnung. Ja, hier ein kleiner Blick auf die restlichen Resultate. Hacker Traun gegen Austreiter Park 2:3, Lenzing St. Florian 0:2, Esternbergs Athlet 2:0, Christkirchen Scherding 2:0, Altheim Vöcklermarkt 1:1 und Askö Donau gegen Amateure Steyr 5:1. Ja, nach 5 Monaten hat sich an der Tabellenspitze ein bisschen was geändert. Es führt jetzt Christkirchen vor Ecke Sorbach-Berg. Wir haben aber ein Spiel weniger ausgetragen als der Tabellenführer. Dritter Donau, vierter St. Florian. Und am Tabellenende befinden sich der SK Scherding, die Union Vöcklermark und doch schon etwas abgeschlagen und relativ chancenlos Amateure Steyr mit 6 Punkten. Ja, und das Schlagerspiel steigt kommenden Samstag übermorgen gegen den Askö Donau. Spiel 2. gegen 3. der Tabelle. Spielbeginn ist um 16.30 Uhr und ich darf Sie alle einladen, sich dieses Spiel anzuschauen, die Mannschaft zu unterstützen, so wie wir es bei den Heimspielen im Herbst erleben durften. Die Mannschaft wird sich sicherlich bemühen, sich durch sportliche Leistung dafür zu bedanken. Das Spiel wird ja gesponsert von der Firma Ford Ransmeyer aus Rohrbach. Es gibt eine Autoschau. Es werden auch 5 Europacup-Karten für das Spiel Rapid gegen Rotterdam verlost. Und damit sage ich Dankeschön und auf Wiedersehen beim Sport am Infokanal der Firma Expert Kern. Und darf Sie einladen, sich kommenden Donnerstag um 18.15 Uhr die Sendung wieder anzusehen. Dankeschön und guten Abend.